Hey ihr da draußen und willkommen zu diesem neuen Championatsvideo. Wir stehen hier beim Fallgrove-Championat und ich nehme das jetzt im Nachhinein mit Stimme auf, denn ich habe es nur nebenbei aufgenommen und tatsächlich ist es doch ein ziemlich gutes Championat gewesen, weshalb ich es jetzt im Nachhinein kommentiere und es geht dann auch schon gleich los. So, wir starten hier mal wieder mit unserem allgeliebten Autumn Wind und unser Start war ziemlich gut, also wir sind unter den ersten paar Plätzen noch. Das ist auf jeden Fall super, muss ich sagen. Wir haben die Abkürzung, naja, wir haben einen kleinen Fehler eingebaut, aber letztendlich sind wir relativ gut um die Kurve gekommen und sind auch noch unter den ersten paar Plätzen, sind jetzt sogar auf den zweiten Platz gerutscht. Also da war ich schon ziemlich zufrieden und dachte mir, huh, jetzt könnte es was werden, weil wenn ich die Ecke geschafft habe, dann habe ich wirklich Chancen. Vor uns tatsächlich ein Fjordpferd, die sind anscheinend auch ziemlich schnell. Wir kamen da auch so ganz knapp nur um die Kurve und dann ging es auch schon zu den Baggern. Da hatte ich ein bisschen Bange, dass ich hier irgendwie nicht richtig um die Bagger komme, aber wir hatten da Glück, die sind da beide aufgegangen gerade. Sind dann auch super hier um die Kurve gekommen, nicht irgendwie an Steinen hängen geblieben oder sowas. Und ja, da würde ich sagen, sind wir ganz gut durch den Teil gekommen. Ich hatte dann schon mich mit dem Gedanken angefreundet, ich werde vielleicht Zweite. Weil ich mir dachte, okay, die anderen sind ein Stückchen weiter hinten entfernt. Und es ging aber jetzt in den Endsport. Also sind wir weitergelaufen und an den Heuballen ist sie so ein ganz kleines bisschen hängen geblieben. Hier vorne ist mir dann was passiert. Seht ihr, wie eng das war mit diesem Bagger? Also es war echt, puh, muss ich sagen. Das war eine ziemlich knappe Angelegenheit und vielleicht auch ein bisschen Glück. Wir sind durch diese Aktion allerdings auf den ersten Platz verrückt. Und da habe ich mich dann mega gefreut. Ich kann euch später nochmal die Live-Reaktion abspielen. Da habe ich nämlich kurz noch angefangen zu reden. Und wir sind dann tatsächlich einfach Erste geworden, wie ihr gesehen habt. Wir sind Erste geworden. Es ist mega cool und ich hatte nicht erwartet, dass ich so gut bin in dem Championat. Und ich muss einfach sagen, ja, Übung macht den Meister. Und wir sind jetzt viel besser in Championaten. Wir sind wirklich gut durchgekommen. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich denke, ich blende euch jetzt gleich noch die Live-Reaction von mir ein. Die war ein bisschen cringe, aber guckt selbst. Wie geil. Boah, ich bin richtig gut geworden. Boah. Wow. Mal wieder Erste. Das Problem war jetzt, dass ich auf Platz 2 gelandet bin. Aber vorher, ich blende es euch da nochmal ein. Ich war ja Platz 1. Ich war 100% Platz 1. Und irgendwie stand bei Wanda, sie hat 33 Kontrollpunkte gehabt. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber Wanda, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall Erste. Und dann dachte ich mir, hä? Hä? Okay. Dann habe ich mich, gedacht, gut, jetzt haben wir halt die Silbermedaille. Aber ich dachte mir so, ich war doch eigentlich Erste. Hä? Kann eigentlich nicht sein. Also bin ich mal zum Briefkasten geritten und wollte mir meine Silbermedaille abholen. Ja, was dann so ein bisschen in der Mauer geendet hat. Aber ich war schon ein bisschen verstutzt. Denn ich war mir ziemlich sicher, dass ich mit einigem Abstand Erste war. Und dann öffne ich die Post und es liegt die Goldmedaille drin einfach. Also, wie ihr seht, es ist doch die Goldmedaille geworden. Ich weiß nicht, ich glaube, SSO ist dann Fehler unterlaufen, aber wir haben trotzdem den ersten Platz gemacht, auch wenn es uns da falsch angezeigt wurde. Und ich finde es einfach nur mega cool, dass ich jetzt noch erster Platz geworden bin und das so ganz spontan bei diesem Fallgrove-Championat um 16 Uhr. Es ist total cool und ich freue mich total, echt. Ich freue mich super. Das war die Alexandra, die den dritten Platz belegt hat. Aber ich war dann ziemlich froh, als ich noch meine Medaille bekommen habe, meine Goldmedaille. Obwohl mir vorher die Silbermedaille angezeigt wurde. Also es war ein bisschen komisch und ich weiß auch nicht, was da genau passiert war. Sie hat ja auch 33 Kontrollpunkte. Aber das war es auch schon mit dem Video. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem kleinen Fail in die Kommentare. Und dann macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.